Herzlich willkommen zum Recap der Woche 10 der GML Lite. Wir sind hier auf den Statistiken, ihr könnt hier die Endergebnisse alle sehen. Wir werden von relativ vielen Kriegen heute Angriffe sehen und wir starten mit die Besten der gegen Veganossis. Der Endstand hier 40 zu 39 für die Besten der und hier könnt ihr die Statistiken nochmal sehen. Der erste Angriff ist von Hans-Peter von den Veganossis auf Hylane oder Hylane. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und wir sehen hier einen Pekka-Walk, würde ich mal sagen. Sehr interessant auf jeden Fall, beziehungsweise wahrscheinlich ist das ein... ich komme hier immer durcheinander. Healer, Pekka, Healer, Hox Bowler, also H, P, H, B oder sowas Angriff. Auf jeden Fall sehr schön, auch wenn hier erstmal ein bisschen was auseinanderläuft und außenrum läuft, schafft das, dass die Truppen hier wieder zusammengehen. Gift sitzt auf der CB, sehr, sehr schön. Und die Truppen kommen hier einfach in die Mitte und ja, sieht gut aus. Kommt hier weit rein, jetzt kommen die Hogs von außen, erwischt da eine Tesla-Farm, deswegen der Heal da drauf. Und in der Mitte tankt der King und der Packer mit einem Heiler drauf, das ist natürlich auch sehr, sehr stark. Läuft jetzt hier weiter, zweiter Heal, um gegen den Magierturm hier anzukommen. Die Queen wird geraged, damit sie hier den Magierturm rausnehmen kann, der ein kleines Problem hätte werden können, wenn es nur noch die Hogs gegeben hätte, aber... Die sind bei vollem Leben und werden hier nicht mal angeschossen, weil der Packer am Ende tankt. Also sehr, sehr schön. Rechts hier noch ein Troll-Tesla auf 3 Uhr, den er mit den Hogs aber natürlich einfach rausbekommt. Schöner Angriff hier von Hans-Peter. Auf der anderen Seite haben wir Enver gegen Norwin. Und Enver kommt hier mit einem Queen Walk Drachenangriff. Kommt hier mit einem Loon auf den Minenwerfer, damit die Queen schön da lang läuft, wo er das haben möchte. Nämlich hier nach 6 Uhr quasi in die Richtung. Mit dem Babydrachen unterstütze das ganze Babydrachen besser als Magier hier, weil auf den Babydrachen die Healer nicht switchen können und damit ganz klar ist, dass die Queen die Healer behält. Schöner Test-Wallbreaker hier. Jetzt kommen die restlichen Wallbreaker, Gift und Rage auf die Queen. Das hilft und der Babydrache ist, auch wenn er kaum noch Leben hat, noch am Leben und hat hier bei den Skellies ein bisschen ausgeholfen. Also bislang sieht es sehr, sehr gut aus hier in dem Angriff. Kommt jetzt in Range der gegnerischen Queen, da nichts auf die eigene Queen drauf geht, bekommt er die locker raus mit den Healern dahinter und kann jetzt mit einem Sprung sogar noch weiter rein. Funnelt hier oben mit dem Drachen an der Seite schon mal vor. Die restlichen Drachen sollen denn straight forward hier auf den Teil der Base. Queen nimmt noch den King raus und springt jetzt gleich rein. Und da kommen ein paar Loons aus der CB, die das Ziel haben, auf die letzte Luftabwehr zu gehen, damit die Drachen nicht angeschossen werden. Auch das klappt wunderbar. Queen wird jetzt nochmal geraged. Und hier sieht man, dass nicht mehr viel übrig ist. Hat noch ein bisschen was zum Cleanup. Die Luckys sind unten gesetzt. Und damit ein sehr, sehr schöner Angriff. Viele Drachen hier noch am Leben. Und das werden dann verdient 3 Sterne. Sammelt hier noch eine Black Bomb ein, aber auch die und noch eine, aber auch die Black Bombs können ihn hier nicht aufhalten. Damit 40 zu 39 in diesem CW.
Und wir springen in den zweiten. Das ist Nürnberg Nord gegen Bergzing. Nürnberg Nord, die direkten Konkurrenten von die Besten der um Platz 1 in der Leitliga. Hier die Stats für euch. Nürnberg Nord gewinnt 39:38 gegen die Bergzing. Wir sehen hier ein 10 vs. 11 auf Paradox, sagen wir es mal so, ich traue mich nicht den Namen zu versuchen auszusprechen. Und wir haben hier 7 Heiler, 7 Stück, also eine ganze Menge für die Queen hier erstmal. 5 eingeplant, damit die Queen hier weit durchkommt, 40er Queen, also bekommt da auch viel Value für raus. Braucht jetzt den Rage, weil doch viel Einzeldeath auf sie schießt. Aber die Queen steht natürlich super. Man hofft hier oder geht davon aus, dass man den Adler bekommt. Ich habe mir diesen Rage mal angeguckt und wenn ich mich nicht ganz täusche, geht das hier anders aus, als man sich das denken würde. Aber am Ende geht der Adler raus. Also hier einen schönen Gift, weit genug außen und rechtzeitig, dass der Loon hier zerstört wird, bevor er auf die Queen kommt, Lava poppt und rechts sehen wir 2 Bowler mit Heilern drauf, die hier richtig Wert rausziehen, die ordentlich den Bogiturm schon rausgenommen haben, hier jetzt auch weiterkommen und die gar keinen Schaden abbekommen durch die Heiler, also sehr, sehr schön hier geplant und gemacht. Kommt jetzt mit dem Golem und bricht hier einmal rein. Offen ist es, kommt mit den restlichen Truppen hinterher und springt hier direkt zum Rathaus. Queen hat den Adler immer noch nicht rausgenommen und die Healer sind leider von der LA abgeschossen worden. Kommt jetzt in den wunderschönen Rage hier am Rathaus. King ist gezündet, Queen ist mit dabei, allerdings kämpft sie sich jetzt erstmal gegen den Adler, was sie vorher nicht gemacht hat. Und der King versucht, die Mauer am Rathaus aufzuschießen. Queen springt zurück und übernimmt den Rest vom Rathaus mit den Bowlern oder mit dem einen Bowler zusammen. Hier oben kommen jetzt noch Hasted Loons. Die sollen einfach auch nochmal Prozente holen. Luckys dahinter, die noch für ein paar weitere Prozente sorgen sollen. Bowler hier werden leider durch die Bombe zusammen mit dem Magierturm rausgenommen. Etwas unglücklich hier, aber es sind 2 Sterne. Unten hätte er noch einen Lucky vielleicht setzen können auf das Gebäude. Aber ich will hier nicht wegmeckern. Schöne 2 Sterne mit ordentlich Prozenten. Auf der anderen Seite haben wir Alligator gegen Barbaren King. Auch hier ein 10 vs. 11. Auch hier ein Queen Walk Anteil. Und ein paar Bowler am Ende dabei. Wir sehen hier, die Queen geht ein bisschen vorwärts. Der Magier hat nicht ganz das geschafft, was wahrscheinlich geplant war. Die Mauerbrecher locken die CB jetzt schon. 3 Babys hier drin, das heißt, keiner wird einen Wutanfall bekommen. Queen hier im Rage nimmt einen Babydrachen nach dem anderen raus. Jetzt sind sie weg. Und ja, Magier, der hier unterstützen soll, damit die Queen auch wirklich hier reinläuft, die gegnerische Queen attackiert, das passt auch. Ich glaube, er hätte hier nicht mal die Queen zünden müssen, aber auch so ein sehr starker Angriff. Jetzt kommt da von oben, man sieht den Funnel von 3 Uhr gut. Auf 1 Uhr ist der Funnel durch die Mauer gesetzt, deswegen kann er hier jetzt einfach rüberjumpen in das Inferno-Compartment mit all den Bowlern, all den Truppen, die er hat, setzt hier einen Heal-Spell für den Fall, dass hier eine Bombe liegen würde und jetzt geht hier die Sau ab. Bowler unter Wut auf dem Rathaus, sehr, sehr stark, nehmen außen noch ein paar Prozente mit. Und 2 Sterne sind es schon. Die Mauern stören hier ein bisschen, aber am Ende sind es 2 Sterne. Sehr schöner Angriff von Alligator hier. Der nächste CW ist Pavian Felsen gegen Himmelstürmer.
Und hier geht es 41 zu 36 für Pavianfelsen aus. Wir springen in den ersten Angriff. Das ist Asterix gegen Erkan the Great. Und wir haben hier einen Stoned Hobo, den wir sehen. Funnelt hier jetzt am Anfang gut weg. Und kommt mit dem ersten Golem rein, setzt gleich den zweiten und entdeckt dabei eine Tesla-Farm. Deswegen reagiert er schnell, setzt den dritten, damit keiner der Golems zu viel abbekommt. Magier sind schön dahinter. Er hat jetzt leider nicht die Zeit, links auch noch auf den Funnel komplett zu achten, sondern bricht auf. Deswegen hier der Funnel auf der linken Seite nicht ganz komplett. Deswegen ziehen hier die Truppen erstmal ein bisschen raus, aber zum Glück Queen und Bowler sind drin. King läuft auch wieder zurück und mit dem Wut hier geht alles sehr gut vorwärts. Die Bowler haben viel Value hier, den sie holen. Gift auf die Lava-Pups. Und jetzt kommen auch schon die Hawks von der Seite rein, nehmen hier die Magiertürme raus und dürfen deswegen gleich ein Heil abbekommen. Allerdings braucht es das bei der Kanone noch nicht, sondern der Heil kommt jetzt hier. Sehr schöner Pre-Heal, um quasi gegen die Bombe, ich weiß gar nicht, ob es ein Fresh-Hit war, zu arbeiten. Das auch beim Fresh-Hit natürlich wichtig. Gucken, wo mögliche Bomben sind und einfach Pre-Healen. Also auch hier, wenn man jetzt weiß, die laufen hier ein bisschen um die Ecke und am Ende ist es auch nicht mehr viel, was an Gebäuden da ist. Die Skelette sind auf ihnen. Dann können sie einen Heal abhaben. Dann kommen sie da einfach sauber durch. Also schöner Angriff hier von Erkan the Great auf Asterix. Auf der anderen Seite haben wir Airborne gegen Sally. Ein 10 vs 11 hier auch wieder. Sehr schön. Guckt sich hier aus, wo man Prozente holen kann und setzt da erstmal Luckys und Bogies für ein. Sehr wichtig hier. Queen Walk auch wieder von unten, also Queen Walk auf 10 vs 11. Diese Woche in diesem Recap sehr stark vertreten, ist aber auch eine sehr mächtige Waffe, um zu funneln und gleichzeitig viele Prozente rauszuholen. Queen arbeitet sich jetzt ein bisschen am Lager ab. Wir beschleunigen es, weil ein Queen Walk eine Zeit dauert. Hier oben wird mit einer Valkyrie und Magiern und einem Hawk gearbeitet. Queen muss jetzt gezündet werden, weil der Warden in der Defense doch sehr, sehr stark ist. Aber der Pfad hier zum Rathaus sehr, sehr einfach, sehr einladend. Das hat er ausgenutzt. Und auch wenn hier die Queen nicht da ist, um gegen die Kleinzeug-CB zu arbeiten, kommt er hier durch, bekommt das Rathaus raus und die Giftzauber tun ihr Übriges. Hat jetzt auch schon die 50%. Babydrachen helfen hier ein bisschen und nehmen auch kurzzeitig den Adler von der Queen, der jetzt zuschlägt. Schöne Prozente hier für Airborne. Nächster CW ist Black System gegen Boss mit 43 zu 39 ausgegangen. Und wir haben hier zwei 10 vs. 10 Angriffe von Black System. Das ist in der Light natürlich schon relativ viel und deswegen gucken wir uns auch gleich einen an. Julian sieht hier, dass Single Infernos zusammen mit Boden-Expos angesetzt sind und nutzt das natürlich aus mit einem Govolalo. Golem ist schon vorne weggesetzt, schön gesetzt, sodass die Mauerbrecher daneben reingehen und nicht hinter dem Golem. Dann würde der Bomb Tower sie nämlich zerstören. So tut er das nicht. Schöner Wut, der die Bowler möglichst lange natürlich unter Wut hält, damit sie viel Schaden machen können, viel rausnehmen können. Queen nimmt den Drachen raus, Bowler nehmen die gegnerische Queen raus. Queen läuft nach links, Bowler nach rechts, was in diesem Fall sehr, sehr gut ist, weil es einfach die Prozente nochmal erhöht und die Base einfach vorbereitet. Und hier sehen wir, wie viel er schon draußen hat, kommt jetzt mit dem Lalo-Part rein. Da ist wirklich nur noch ein Streifen von Base übrig.
eilt hier gleich durch, setzt weitere Lavas, weitere Loons, also hier schön vorwärts gearbeitet. Hier fliegen die ersten Loons zum Single Inferno. Reichen wird das an dieser Stelle noch nicht, weil der einzelne Loons natürlich schnell rausnimmt. Nur Massen an Loons schaden ihm wirklich schnell. Jetzt noch ein Eil, der perfekt sitzt, um die letzten Devs hier rauszunehmen. Die Loons fliegen schnell zum X-Bow und zum Inferno und jetzt natürlich auch auf die andere Seite rüber. Und man sieht schon, es ist hier sogar kaum noch was zum Clean-Uppen über, weil die Base einfach schon sehr, sehr weit zerstört ist. Swaggt hier den Rage-Spell. Schöner Angriff hier von Julian auf JR. Nächster Kampf ist Blutspur gegen Best Clasher 42 zu 39 in diesem Spieltag. Wir gehen rein in den Angriff von Freaky von Best Clasher auf Atemlos von Blutspur und wir haben hier auch wieder einen Stone Hobo. Golems hier schön gesetzt, zwei jetzt auf dem Mortar. Rechts der Tesla nervt natürlich ein kleines bisschen, bricht hier jetzt fast auf. Leider da ein bisschen was verloren. Hier sieht man, was passiert, wenn die Mauerbrecher direkt auf den Golem mitgehen. Dann kann das leider passieren. King geht jetzt in die Tesla-Farm rein, wird gezündet. In der CB ist ein Lava, was natürlich eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn die Truppen denn in die Mitte gehen und die Queen außen rum geht. Die Magier haben hier den Lava leider zerstört, aber was sie zerstört haben, räumen sie auch auf. Deswegen schießen sie hier die Lava-Pups ab, die auf dem Golem hängen. Queen läuft außen rum, die Hawks fangen jetzt an reinzukommen. Hier ein Heal, der möglichst viel quasi an Weg wahrscheinlich healen soll. Healt leider wenig Hawks, die bei der Def stehen bleiben. Aber es läuft gut. Auch hier wieder ein schöner Pre-Heal, der kommt, wenn die Bombe eigentlich noch gar nicht hochgegangen ist. Und damit die Hawks hochheilt, damit sie nicht direkt sterben. Alle Def ist weg. Schöner Angriff hier vom Freaky. Und wir gucken uns noch schnell das Cleanup an, wo aber viel unterwegs ist, weswegen das Ganze auch ziemlich schnell geht. Nächster Krieg ist World of Gods gegen Pax Primal 39 zu 42. Hier der Endstand. Glückwunsch an Pax Primal, die hier den Sieg geholt haben. Wir sehen den Angriff von Knighten, der gefühlt fast jeden Spieltag hier im Recap zu sehen ist. Guter Angreifer hier von Pax Primal. Und was sehen wir hier? Wir sehen ein Naked Queen Walk quasi mit Golem-Unterstützung, wenn ich das richtig sehe. Beziehungsweise ein Killsquad-Part, der hier reingeht, bricht jetzt auf. Sieht, dass er hier an viele, viele, viele LAs kommen kann. Killsquad geht jetzt rein. In der CB kommen Kleinzeug raus, Valkyrie, Babydrache etc. Ist sehr schön gegiftet worden hier. Queen und King laufen hier rum und haben schon drei der Luftabwehren rausgenommen. Eine steht noch, aber die wird jetzt auch in Angriff genommen. Queen meint, sie müsste ein bisschen außen rum gehen. Aber die Drachen werden schon mal oben gesetzt. Und die Queen geht jetzt auf den X-Bow. Drachen und Loons werden von oben reingesetzt. Auch hier wieder ein Drache an der Seite, um ein bisschen zu funneln. Vielleicht ein bisschen spät hier. Aber Drachen nehmen den Inferno natürlich mit Leichtigkeit raus. Die Queen geht jetzt zum Inferno und der gegnerischen Queen. Die Drachen sind leider immer ein ganz kleines bisschen schneller als die Queen am Bestimmungsort. Drachen gehen jetzt ein bisschen runter, haben noch eine Black Bomb gefressen.
Jetzt aber noch mal ein Wut, der passend zur Tesla Farm kommt und hier wirklich viel rausnimmt. Also sehr, sehr schön, sehr, sehr stark hier am Ende. Schafft deswegen die drei Sterne, den Eilzauber, kann er swaggen, den er dabei hat. Schöner 10 wie 10 hier von Knighton auf Roger. Auf der anderen Seite greift Ghost Rider Jona an. Ghost Rider wurde hier genannt, weil er sehr häufig, glaube ich, gute Angriffe macht. Sieht, er hätte es verdient, dass auch er mal im Recap ist. Deswegen herzlich willkommen im Recap an Ghost Rider. Kommt hier mit Hexen rein. Und ja, Magier jetzt hinter die Golems, Hexen auch auf der anderen Seite. Leider, leider, leider erwischt der Tesla eine der Hexen. Die nächsten erwischt er natürlich nicht, weil die dann schon die Skelette vorgeschickt haben. Hier rechts die Hexen mit Heilern, links lässt er sie alleine laufen, weil hier von den Magiertürmen nicht viel zu erwarten ist. Wenig Massenschaden, der hier unterwegs ist, in der Mitte das übliche mit Sprungzaubern in die Mitte und das klappt hier sehr, sehr gut. Also bekommt hier viel Wert raus, bekommt jetzt hier auch noch den Magierturm raus. Alles, was Massenschaden ist, möchte man bei diesem Angriff möglichst schnell raus haben und die Expos auch. Also hat er sein Ziel hier gut erreicht. Hier sieht man, was passiert, wenn Hexen auf den Magierturm gehen und die Heiler dahinter drauf haben, dann passiert ihnen nämlich gar nichts. Und so soll es ja auch sein. Links werden jetzt die Hexen von dem Tesla und dem Bogiturm ein bisschen angeschossen, aber mit Unterstützung der Queen bekommen sie das auch hin. Die Skelette laufen jetzt weiter. Queen geht leider down. Er hat hier am Ende sogar noch einen Sprungzauber, wie ihr seht, den er überhaupt nicht braucht, den er swaggen kann. Also schöner Angriff hier vom Ghost Rider. Sauber hier die drei Sterne geholt. Es sind noch sehr, sehr viele Skelette unterwegs, wie ihr seht. Und gegen diese Skelettarmee kann sich keine Base mehr wehren. Drei Sterne also auch hier. Wie ihr seht, habe ich hier jetzt nochmal den Endstand. Nächste Woche ist eine Break Week, also es gibt keine Kämpfe nächste Woche. Wir starten dann am 18. September in die Quarterfinals. Die Auswertung werdet ihr auf Discord noch mitbekommen. Die habe ich jetzt leider noch nicht parat. Aber auf Discord wird es in Ansagen etwas geben. Ich hoffe, ihr alle hattet bislang viel Spaß an der GML. Saison 2. Ich freue mich auf die Quarterfinals, auf die Semifinals und natürlich dann aufs Finale und wünsche allen Clans viel Erfolg.